Hallo, herzlich willkommen, YouTube, bei eurem Commander Krieger und eurem Uwe. Uwe ist auch dabei. Guten Morgen. Wir haben es 9.42 Uhr, Freunde. Und wir sind schon ausgecheckt. Wir haben schon gefrühstückt, haben unser Bellevue Hotel verlassen. Wir sind noch in Alcudia, was eigentlich so eine Mega-Touristen-Hochburg ist. Also hier hinter mir seht ihr, das ist eins der Klopper, die hier stehen. Ich glaube, unser Hotel. Was schätzt du, wie viele Leute da insgesamt? 2.000 bis 3.000 Menschen. Beim Frühstück heute durften maximal 350 rein. Und man merkt dann schon, es ist so ein komisches Gefühl. Also ich habe mich da auch nicht so wohl gefühlt. Aber, und das ist jetzt halt wirklich das Krasse, hier ist das halt wirklich ausgestorben. Also Alcudia ist so das, was wir bisher gesehen haben, zusammen mit Calamior, eine der Hauptpunkte für den Tourismus. Und wie gesagt, wir stehen hier gegenüber vom Hotel und ich zeige euch mal, wie das hier aussieht. Das ist hier alles ausgestorben. Ne? Das ist hier alles ausgestorben. Alle Geschäfte sind zu und wer jetzt sagt, ja, die fangen erst später an, das sind Spanier, die chillen hier rum und machen Siesta. Nee, so sah das hier gestern auch aus und hier ist alles dicht. Also der ganze Tourismus, die ganzen Leute, die hier leben, ne? Ich meine, die ganzen Läden müssen ja von jemandem betrieben werden. Sicherlich machen die in den normalen Sommermonaten richtig gut Umsatz. Aber, und ich glaube, wenn die so eine komplette Saison mal hier die Läden dicht haben, ich glaube, das tut denen richtig weh. Und naja, nichtsdestotrotz, wir fahren jetzt runter nach Port Amprax. Allerdings fahren wir nicht über die Autobahn, sondern wir fahren ein bisschen an der Küste entlang, was heute ordentlich Strecke bedeutet. Also wir werden den Wagen jetzt gleich nochmal auftanken. Der Uwe wird euch dann mal zeigen, wie man in Spanien ein Auto tankt. Und ja. Radfahrer mag einfach keiner. Ja, guckt nicht so. So, und wir fahren jetzt auf jeden Fall an der Küste entlang. Das sind sehr viele Serpentinen. Also wir haben irgendwie nur 35. Wie viele Kilometer sind das? Das ist schon ein bisschen kilometermäßig. Über ja, 100 Kilometer. Echt? Über 100? Und dann noch Serpentinen. Ja, moin. Ja. Da kommen wir heute Abend irgendwann an. Aber wir haben schon ein Hotel reserviert. Gucken wir mal. So, jetzt erstmal tanken. Also nur damit ihr mal seht, wo wir hier gerade lang fahren. Der Uwe zeigt euch das mal. Ich meine, ich muss ja mal vorstellen, da muss ich gucken, dass er da durchkommt hier. Aber gerade so hat das gepasst, das ganze Ding. Wie komme ich da nicht rein? Ich habe gerade eben gesagt, mit dem Krieger kommst du in Ecken, da kommst du dein Leben nie hin. Nur weil er sich verfahren hat. Lass, ich passe da nicht durch. Kiki. Ah,
war wieder ein Erlebnis. Danke. Meter Platz. Ja. Willkommen in der Casa de Krieger. Beziehungsweise Casa de Sonnenbrand. Hab ein bisschen übertrieben. Ich zeige euch mal unser Apartment, was wir jetzt hier haben. Wir haben hier ein kleines, wirklich kleines Badezimmer mit einer Toilette. Ja, also ist schon, aber funktioniert. Hier kommen wir rein. Dann haben wir hier eine kleine Küche. Hier, damit haben wir eben ein bisschen gestreamt. Ja, also alles das, was man irgendwie braucht, ist hier drin. Hier geht es nach oben. Uwe ist gerade am Duschen. Hier unten ein Tischchen, Fernseher. Dann haben wir einen geilen Garten. Das Geile ist, wir sind jetzt momentan alleine. Und ich habe gerade eben die letzten 2,5-3 Stunden im Pool gehockt. Und werde dafür eine richtig heftige Quittung bekommen. Also, oh ja. Also morgen ist Sonnenbrand over 9000. Aber heute genießen wir es noch. Und das ist unser Pool, den wir hier, also es gibt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Parteien, aber wir sind alleine hier. In Zeiten von Corona kann man sich dann mal so einen Pool alleine gönnen. Oben gibt es noch Schlafzimmer und Badezimmer. Badezimmer ist echt schön, aber duscht jetzt gerade Uwe. Ja, heute war eigentlich nur Fahrt. Wir sind eine lange Strecke durch Serpentin gefahren. Also es war eine sehr anstrengende Route, muss man mal wirklich so sagen. Ich bin die gefahren, wir sind, ich glaube, 3,5 Stunden gefahren. Und das ging nur links, rechts, links, rechts. Dann noch Fahrradfahrer, Motorräder im Gegenverkehr. Dann noch Pferde auf der Fahrbahn. Also es war echt anstrengend. Da haben wir ein paar Fotos gemacht, eine kleine Drohnenaufnahme vom See. Und das war es dann. Und heute ist eh Sonntag, das heißt, wir können nicht viel machen. Wir werden jetzt noch essen gehen, dann nehmen wir euch mal heute mit der Kamera mit. Also heute war so ein bisschen Entspannung. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen im Pool gegammelt. Habe jetzt gerade nur geduscht. Also vor 20 Minuten lag ich noch im Pool. Und das wird noch richtig scheppern. Naja, ist halt der Preis dafür, ne? Wird nicht mein letzter Sonnenbrand werden. Oder wenn man sich das hier schon so anschaut. Ne? Ja. Alles gut. So, jetzt warten wir, bis der Uwe fertig ist. Dann gehen wir irgendwo noch ein bisschen was essen. Ich habe heute Bock auf Paella. Gucken wir mal, was wir finden und wir nehmen euch mit. Wir gehen jetzt Aftersun-Creme kaufen. Und irgendwo was essen. Ich hoffe auf Paella mit Pollo, also mit Hühnchen. Gucken wir mal, was wir so finden, ne? Genau. Wir nehmen euch mit. Wir sind hier in Port Dantrax. Das ist ganz im Südwesten der Insel. Und das sieht hier echt schön aus. Gut, man muss halt auch sagen, jetzt sieht hier natürlich sehr viel schön aus, weil hier jetzt nicht gerade viel Tourismus ist. Ne? Ich meine, wir haben unser Hotel, ihr habt das gerade eben gesehen, der Pool gehört uns. Der Pool gehört uns alleine. Normalerweise sind da sechs Häuschen. Ist halt schon ein bisschen voller. Ja. Mal gucken, ich glaube, hier können wir durch. Wir haben endlich einen Platz gefunden, wo wir nicht unsere beiden da Nieren verkaufen müssen, Uwe und ich, um essen zu können. Und wir sind hier an einem Platz, wo die Schönen und Reichen flanieren und auch gerne zeigen, was sie haben, auch in einem gewissen gehobenen Alter. Also für Uwe ist das hier die perfekte Ecke, wie man so hinter mir auch schon unschwer erkennen kann. Wir sind hier in Port Antrax, das ist hier, ich würde sagen, mit eins der teuersten Ecken auf Mallorca. Wollten wir uns auch mal anschauen. Wir haben, muss man auch wirklich sagen, wir haben eine echt schöne Bude, muss man ganz einfach so sagen. Und ich zeige euch jetzt mal, weil es gerade auch passt, wunderbar einfach mal die Aussicht. Uwe, das ist so eher deine Kategorie, ne? Ja. Ja. Mit Hund, sagst du? Das ist egal. Den muss ich ja eh nicht ausführen. Na gut. Also, wenn ihr noch ein Personal für. Ja, Uwe gehört hier hin. Ne?
Ich sehe mich aber nicht hier. Nee, nein, siehst du nicht. Nein. Ich auch nicht. Also hier vorne wird jetzt das Bötchen, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, da vorne kommt jetzt das Bötchen mit der Familie rüber, die jetzt hier zum Speisen kommen im Hafen. Und nachher geht es dann wieder aufs Schiffchen. Aber die Yacht liegt halt vorm Hafen. Kann halt nicht rein, weil der Wixhafen hier nicht tief genug ausgebuddelt worden ist für das Jächtlein. Mit 20 oder 25 Meter darf es halt hier nicht mal eben reinfahren. So, auf jeden Fall gönnen wir uns jetzt mal eine Paella. Die zwirbeln wir uns rein. Die erste in dieser Woche, genau. Tintenfisch und so haben wir schon mal ein bisschen gemacht und das zeigen wir euch heute auch mal hier jetzt gleich, wie das hier so aussieht. So, bis zum Essen, bis gleich.